Moin, moin, ihr Nazis. Katze. Was ist das? Warum ist sie immer ausgerechnet dann ankommen, wenn ich gerade hier Video anmache? Ja, egal. So. Ne, warum ich jetzt die Kamera gerade angemacht habe? Herzlich willkommen zu dieser Bauchhörauf-Sendung. Ich wollte mal kurz ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und Bescheid sagen, dass ich was Neues gefunden habe, wo ich bleiben kann. Und zwar mit dem Catpack und den Fischen und meinem ganzen Krempel. Es wird jetzt im Süden der Insel sein. Das ist für mich auch mal irgendwie neu. Also nicht, als wäre ich da noch nie gewesen, aber gewohnt habe ich da noch nicht wirklich. Und bin da mal sehr gespannt drauf. Das wird jetzt bei Santagny sein, für die, die sich auskennen. Und ist jetzt irgendwie eine völlig andere Nummer als hier. Ist halt ein Stadthaus. Aber cool. Und liegt quasi direkt am Stadtrand. Also so das erste oder letzte Haus quasi in der Straße. Dahinter kommen dann Felder und nach hinten raus gibt es einen knapp 1000 Quadratmeter großen Garten. Und der Besitzer kommt quasi einmal im Jahr vorbei, um zu gucken, dass da alles in Schuss bleibt und so. Und ja, das kann ich ihm jetzt quasi abnehmen, indem ich da lebe und es belebe und es schön halte und pflege, hege, pflege. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab's nicht eilig. Ich muss jetzt nicht alles überstürzen. Deswegen mache ich heute schon und gestern auch so einfach hier Step by Step schon mal. Ne, ich muss jetzt hier Klarschiff machen. Ich muss da Klarschiff machen. Da liegt halt noch ziemlich viel Rattengift rum. Das muss ich erstmal entsorgen und vollständig entfernen, bevor ich die Katzen da reinbringen kann. Und werde mir jetzt aber zum Beispiel auch nicht nehmen lassen, ich warte seit Monaten drauf, endlich mal bei einer bestimmten Sauna mit dabei zu sein. Und das ist halt morgen, das werde ich morgen auf jeden Fall dann noch machen. Und dann ja, werde ich so die nächste Woche mit Umzug im weitesten Sinn beschäftigt sein. Werde dann da auch auf dem Laufenden halten, werde ich da auch mal ein Video machen und zeigen, wie es da so aussieht und so. Und tja, gucken wir mal, wie das weitergeht. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die geholfen haben, meine Anfrage rausgehen zu lassen. Ich musste so lachen irgendwie, weil ich ich habe zum Geburtstag Planet Crafter geschenkt bekommen, ein Computerspiel. Das habe ich dann in der letzten Woche auch öfters mal gespielt und habe, weil das halt so ein Spiel ist, was quasi keine eigenen Sprachelemente hat oder sowas, da redet keiner, läufst da alleine auf einem Planeten rum und muss den halt terraformen. Und dann höre ich mir bei sowas halt ganz gerne Hörspiele oder Hörbücher oder Vorträge an und dann habe ich nochmal drei Fragezeichen gehört und die haben doch da diese Telefonlawine, ne? Und irgendwie musste ich halt irgendwie daran denken, dass Facebook für mich eigentlich sehr funktioniert wie diese Telefonlawine, die drei Fragezeichen da früher hatten. Die ist ja, glaube ich, irgendwann auch mal geupdatet worden und dann gab es das irgendwie auch per E-Mail oder so. Ich meine, ich hätte mal eine Folge gehört, wo das dann so war. Ja, ne, aber es funktioniert. Das ist das, ne, weil ich bin schon wieder gefragt worden, ey Bauchi, wieso hast du immer so viel Glück? Und eigentlich ist das gar, hat es mit Glück eigentlich gar nicht so viel zu tun. Das ist ja kein Glücksspiel, was ich hier spiele, wo ich mich auf möglichst viele Eventualitäten verlassen würde oder so. Sondern es ist eher, es ist schon wieder sehr windig, ne? Ich hoffe, man kann mich verstehen. Jetzt habe ich mich aus dem Konzept bringen lassen.
Ja, ist auch nicht schlimm, ne? Es ist überhaupt gar nicht mehr schlimm. Es ist, also das habe ich auch seit einer Woche irgendwie, oder seit 2 Wochen ist das jetzt, seitdem das bei mir plöpp gemacht hat und ich einfach mal wieder da war, bin ich irgendwie in diesem Moment, in meinem Moment. Und das bleibt irgendwie sehr beständig bestehen gerade. Und das ist gut. Das ist gerade, ist es wieder eine Herausforderung, so, ne? Weil es könnte gerade auch echt in Stress ausarten. Aber das ist völlig unnötig. So, genau genommen habe ich noch 2 Wochen Zeit für den Umzug. Das ist mehr als genug Zeit. Und wenn ich mir vornehme, so bis nächste Woche den Umzug gemacht zu haben, also bis nächstes Wochenende, dann ist das immer noch easy, chillig. So. Das heißt, ich brauche mir gar keinen Stress zu machen. Und habe das halt auch auf dem Schirm, bekomme es mit, ne, dass da so eine Anwandlung ist, mir jetzt Stress zu machen, sie aber halt eben bewusst wahrzunehmen und sagen, nee, dafür bin ich nicht hierher gekommen. Ich bin nicht nach Mallorca gekommen, um mir hier Stress zu machen. Und das habe ich halt eben auch eine Weile vergessen. Und bin ganz dankbar, dass ich das wieder präsent habe. Ja, ach so, ne, wo ich den Faden eben verloren habe, also kommt immer wieder in der Ruhe. Das war, warum ich so viel Glück habe. Und ne, ich sehe da halt eben gar nicht so viel. Das ist jetzt, das ist nicht sowas wie ein Gewinn in einer Lotterie oder sowas, wo ich quasi mehr oder weniger zufällig jetzt da irgendwie die neue Bleibe, den neuen Job, wie auch immer man es nennt, ist ja irgendwie beides. Dass ich das gefunden habe, das ist ja nicht irgendwie, das war jetzt nicht irgendwie so wie Glücksspiel oder so. Ne? Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, was ich suche, was ich brauche. Und habe geschaut, dass das halt eben an möglichst viele Leute geht. Deswegen bin ich sehr dankbar für die ganze Hilfe, die ich beim Teilen bekommen habe. Also hat es dann letztendlich dann auch wieder die erreicht, die mir dann jetzt helfen konnten, denen ich helfen kann. So. Und das ist das, warum ich das halt jetzt gerade so mache, auch wieder, ne? Nachdem ich auch Facebook ja jetzt eine ganze Weile schon wieder überhaupt gar nicht angepackt habe. Ist halt dosiert und für solche Sachen dann halt aber auch weiterhin zu nutzen, weil es bescheuert wäre, wenn ich es nicht machen würde. So. Ja, es ist halt alles gerade so ein bisschen, es ist, ich hätte die letzte Woche schon mehrfach. Ich hätte eigentlich am Mittwoch schon nach Santani fahren können und mir den Schlüssel holen. Und da sprang aber das Wohnmobil nicht an. Dann habe ich bis Donnerstag Nachmittag um 3 gebraucht, um mir für 150 Euro eine neue Batterie zu kaufen. Und so bin ich dann halt erst am Freitag Mittag dann in Santani gewesen, um den Schlüssel abzuholen. Was gestern war. Und da habe ich mir auch dann, ne, da waren auch so Anwandlungen da, die stressverursachend waren. Und ich habe es aber die ganze Zeit geschafft, da irgendwie meine Linie zu halten und mich nicht bekloppt machen zu lassen. Deswegen. Ne, ich habe mit den Leuten geredet. Das ist sehr schön, dass ich das kann. Das konnte ich hier halt leider nicht so. Aber da ist eine offene Kommunikation vorhanden und reden miteinander und reden über alles, was nötig ist und auch darüber noch hinaus, auch privat auch so ein bisschen. Da habe ich halt auch von daher einfach gerade mal ein gutes Gefühl, weil ich mit denen wirklich reden kann. Schön. Finde ich gut. Das ist sehr beruhigend. Das war für mich letztendlich das, wodurch das hier für mich dann irgendwann ein bisschen schwierig wurde, weil keine richtige Kommunikation da war. Ja, jetzt wird das hier eh verkauft und von daher ist das dann eh, ne, mal ein Neustart. Ich muss jetzt gucken, dass ich ein kleines bisschen Geld verdiene.
Ich werde nächste Woche mal gucken, also ne, parallel zum Umzug nächste Woche muss ich gucken, dass ich auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Geld verdiene, weil die 150 Euro, die haben wir jetzt schon, ne, plus 50 Euro tanken, mal schnell noch. Einfach mal haben wir da ein kleines Loch ins Budget gerissen. Und jetzt werde ich nächste Woche gucken, dass ich noch irgendwie ein bisschen was machen kann. Und lass mich da auch nicht verrückt machen. Das wird schon irgendwie wieder weitergehen. Irgendwie geht das halt immer weiter. Das ist der tragende Gedanke, den ich jetzt die letzten Wochen, seitdem ich wusste, dass ich hier raus muss, das war quasi der rote Faden. Mein Leitgedanke. Es wird schon irgendwie weitergehen. Du kennst es nicht anders. Du bist bis hier gekommen und es ist, ne, mach dir einfach vor allen Dingen keine Sorgen. Und deswegen habe ich das geschafft, die letzten 2 Wochen jetzt auf jeden Fall ja, sehr, sehr sorgenfrei zu bleiben. Und das ist das, was mich so an 2017 halt erinnert hat, weil ich das 2017 halt eben hatte. 9 Monate am Stück, dann kam eine Trauerphase wegen der Trennung, aber das war dann auch trotzdem keine Sorgen gemacht oder so. Nee, da hatte ich halt eben genau diese Zuversicht in mich und das Universum und das und in den Flow. Und ich wusste, dass egal was kommt, es geht immer weiter. Ne, und wenn das Universum mir was wegnimmt, ist es in der Regel so, dass ich das dann kurz darauf, ja, relativ kurz darauf, besser wiederbekomme. Und ich hatte letztens schon erzählt, einem Freund, oder auch, ich glaube, also es ist, das Ding ist, es ist sehr interessant, dass die Dauer dieser Zeit, bis ich es dann wieder neu bekomme, sehr von mir abhängt und meiner Denkweise und meinem Denkverhalten und meinen Denkstrategien. Und da habe ich in den letzten 4 Jahren welche angewandt, von denen ich jetzt sagen kann, die sind für die Tonne, die sind nicht gut, ich brauche die nicht mehr. Ja. Und das ist auch gut so. Gut, dass ich mir das alles nochmal angeguckt habe und weiß, wie man es nicht macht. Ja, und so ist es dann halt jetzt, ne, dass es in kurzer Zeit quasi, ne, also es ist eine völlig andere Nummer. Es ist ein Stadthaus, nicht die Finca, abgelegen hier, bla bla bla. Aber da ist zum Beispiel Werkzeug vorhanden. Ich habe hier bis jetzt immer noch, ich habe noch keinen funktionierenden Akkuschrauber bisher. Das waren hier halt alles so Sachen, die das alles so immer mehr gedrückt haben. Ja, und da ist das halt alles vorhanden, da kann ich das machen. Da darf ich auch RTL zeigen lassen, was ich mache. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass das für viele RTL-Zuschauer immer noch sehr inspirierend sein kann. Also das ist nicht so wichtig, ne? Aber das ist trotzdem etwas Signifikantes irgendwie. Also hätte ich da jetzt gesagt bekommen, nee, also haben wir auch lieber nicht im Haus so, dann wäre das auch okay mit mir gewesen. Aber es passt so halt einfach besser zu mir. Und ich habe da halt wirklich Leute, die mich als Künstler wahrnehmen und mir halt eben. Danke. Ja, du musst ja da hinten auch noch losbrüllen. Kai, kannst du bitte dich da hinten unterhalten gehen? Kannst du. Geh mal einfach ein paar Meter weiter. Geht da hinten mit dem Unterhalten. Oh, der Nachbarhahn.
Brüll da hinten rum. Kusch. Nee. Ich muss mal kurz ein bisschen Mais. Ja, die Katze auch noch hier. Hier, Hühner, das ist der letzte Mais, den ich jetzt drin habe. So, ab. Und hör auf rumzublöten. Was für ein Zoo hier. Ja, aber es ist durchaus auch schön, immer, das ist das, was mir an meiner Family so wichtig geworden ist hier. Also, ne, die Hühner zählen jetzt nicht so ganz dazu, das sind halt wirklich nach wie vor Wildhühner, die lassen sich auch nicht anfassen. Aber meine Katzen, die Fische lassen sich auch nicht anfassen, aber die lassen sich angucken und direkt vor der Nase und so. Und na, die sind halt auch cool. Aber einfach so nach dem Tito, nachdem der Tito nicht mehr da war, einfach jetzt die Katzen zu haben, die dann auf einmal da sind und meine Aufmerksamkeit fordern, was die Hühner auch tun, das ist nicht nur der Hahn, also zwischendurch habe ich hier auch die Hühner im Wohnzimmer stehen und frage so immer, was mit dem Mais los, so. Oder in der Küche stehen die auch. Fehlt mir auch, dass sie auf Badezimmer, wie die Katzen, das machen die Katzen immer, ne? Wenn ich ins Badezimmer gehe und auf dem Klo sitze, habe ich 4 Katzen vor mir liegen, die gestreichelt werden müssen. Aber das ist halt genau das, was ich meine, es ist halt einfach wieder Familie. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich die mitnehmen darf. Und das empfinde ich tatsächlich auch als Glück. Aber nicht halt im Sinn von Glück, wie im Glücksspiel. So, ne? Ich bin halt einfach ein glücklicher Motherfucker. Ja, du dumme Sau. Ne? Weißt du ganz genau, wen ich jetzt meine? Ja. Hier. Ich kann mich mal verstecken, auch hinter dem Ding hier. Für die, die weiß, worum es geht. Ne? Ja, das Leben hat mich wieder. Ich bin wieder guter Dinge. Und trotzdem gechillt. Deswegen war mir jetzt auch gerade einfach mal danach, mich nochmal hinzusetzen und für euch hier einfach, für die, die es interessiert, nochmal was dazulassen. Und für mich selber halt das auch gerade einfach nochmal so ein bisschen, ne, wie gesagt, mir hilft das auch immer. Das ist so wie Tagebuch, ne, meine Videos, wisst ihr. Sind immer auch für mich. Ja, dann ne, gechillte Runde heute. Ich werde mal am Ball bleiben und auf dem Laufenden halten. Und wenn ich schätze, wahrscheinlich dann übermorgen in Saint-Denis bin, werde ich dann da mal ein Video vom Haus machen. Oder ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich das so, dass ich da mal Kameras hinstelle und die ganze Putzaktion einfach aufnehme und im Zeitraffer dann was. Also ihr kennt, ja, also ihr wisst ja, hab ich schon mal gemacht, ne, hier mit, so, mal schauen, mal gucken. Vor allen Dingen müsste das ja eigentlich ganz gut gehen, weil es drinnen ist, weil draußen ist immer ein bisschen kacke mit den Kameras hier auf dem, ich werde echt schnell heiß. Ja. Ich guck mal, was ich tun kann, ne. Ich wünsche euch, ich sag tschüss mit Elf, mit dem Friedensfinger und bis bald, lasst euch gut gehen, habt euch lieb, macht euer Ding, macht was ihr am besten könnt, auch einfach dabei, dann macht euer Ding, das wo euch gerade noch ist. Und dann merkt ihr automatisch, dass zwischendurch immer wieder euer Arsch sich von alleine hochhebt und den nächsten Schritt getan werden, Schritt. Dass ihr den nächsten Schritt einfach tut, der getan werden muss. So, ne? Das geht nämlich auch ohne Stress, das geht auch ohne Druck. Das ist, wenn man was will, ist das halt eben, dann ist da so ein Sog, so ein Zug. Ne? Und dann ist das ganz schnell gemacht immer. Kann ich gerade wieder bei allem, was ich mache, beobachten. Hasta.
Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lasse ich hier unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss!